Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit einer weiteren Folge Diablo. Ja, wir sind hier in Level 14 und brennen uns immer noch durch. Können also diese Black Knights hier immer noch leider nur mit Firewalls fertig machen. Trotz der guten Rüstung, die wir jetzt hier gefunden haben und tragen können. Dank eines Superschwerts, was uns plus 30 auf die Stärke gibt und einige andere Items, die unsere Stärke erhöhen. Ich mach mal hier, genau, zack, nochmal die blaue Kugel voll. So, sind wir hier immer noch auf der Suche nach dem goldenen Elixier, um den Ritter Lachdanan von seinem Fluch zu erlösen. Und ich fürchte, wir müssen dafür tatsächlich in Level 15 hinunter, um das zu kriegen. Denn den 14. Level haben wir hier soweit jetzt komplett abgegrast. Eieieiei. Ja, tut mir leid, Junge, ich habe noch nichts für dich. Keine guten Nachrichten. Wir werden uns also jetzt hier zum Abstieg in Level 15 begeben. Ja, ich hatte ja zwischendurch nachgedacht, ob ich nicht zwischendurch mal einen kurzen Ausflug in den Multiplayer mache. Beziehungsweise einfach in den Multiplayer mit dem Charakter einsteige, um einfach bei Adria weitere Bücher kaufen zu können, um meine Zaubersprüche hier zu verbessern, beziehungsweise den Fireball, also Feuerball-Spruch zu lernen. Der Firebolt, den ich habe, ist zwar kräftig ausgebaut, aber eben leider nicht so wirksam. Der Fireball wäre noch ein Spruch, der mir einfach hier fehlt. Vielleicht auch noch den Lightning weiter ausbauen, weitere Sprüche einfach noch lernen, denn sieht hier irgendwie doch so ein bisschen dünn aus. Genau. Hauptsächlich arbeite ich also hier mit Blitzen und Feuerwänden und brenne mich einfach wirklich durch die Level hier durch. Ich kann leider nicht so richtig auf eure Kommentare dazu reagieren. Ich habe es in den letzten Folgen schon öfter angesprochen, dieses Thema. Eben eventuell in den Multiplayer zu gehen, um da meinen Zauberer weiter aufzuskillen, weil ich hier sehr viel und sehr weit im Voraus aufnehme. Ich glaube aktuell, das hier dürfte jetzt Folge 48 oder sowas größenordnungsmäßig werden und hochgeladen habe ich gerade Folge 36. Ja. So, dann schauen wir uns aber hier erstmal ganz, ganz vorsichtig um. Gucken, auf was für Gegner. Ah, okay, da haben wir wieder die Succubin. Den stellen wir erstmal eine Firewall hin. Und die Mädels kriegen wir ja ganz gut mit. Mit den Fireballs noch genagelt, wollte ich gerade sagen. Ja. So. Unser Pilgern-Vorrat ist natürlich auch nicht mehr der größte. Schauen wir mal, was hier noch für Gegner lauern. Ob wir was sehen. Aber wie sie sehen, sehen sie nichts. Und die Mädels haben auch nicht allzu viel fallen lassen. Doch, da ist noch eine Pulle. Sehr schön. Oh oh, das wird hier sehr offen. Aber auf die Feuerwand reagiert dort keiner. Mal sehen. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, du musst leider brennen. So. Okay, oh, der hat eine Potion of Full Rejuvenation fallen lassen. Die können wir uns so greifen. Das ist schon mal schön. Kurz wieder abgespeichert. Und Mana ein bisschen aufgefüllt. Allzu lange werden wir uns hier in diesem Level also nicht aufhalten. Unsere Pelicans gehen hier zur Neige. Da hinten haben wir noch Geld. Und da können wir mal den Telekinesis-Spell ausprobieren, denn damit
kann ich mir die holen. Ja, auch wenn ich da gar nicht so nah rankomme. Okay, Heilspell haben wir. Dann müssten wir mal schauen. Ja. Also mit dem Telekinesis-Spell kann ich mir Sachen heranholen, in mein Inventar zaubern, die gar nicht aktuell in meiner Reichweite sind. So. Dann schauen wir hier aber erstmal ganz vorsichtig die linke Seite an. Hier ist nichts mehr. Okay, dann können wir endlich die Kiste aufmachen. Vielleicht ist ja das goldene Elixier drin. Ein Bogen. Okay. Und ja, dann schauen wir mal, was sich hier in diesem Gang noch verbirgt. Nichts weiter. Okay. No news are good news, sagt man doch auch immer wieder, ne? So, und wieder. Ich hab's mir angewöhnt. Inzwischen. Na, okay. So, oh, da hinten lauert wieder einer von den Burschen. Okay, wir treffen ihn also mit den Feuerbällen. Okay, das ging also doch noch. Relativ gut. Wenn die Dark Knights nur langsam rankommen und ich auf die Entfernung... Oh, was haben wir denn da? Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Hier ein großes Siegel auf dem Boden. Komm, Hiddel, ich will dich sehen. Da sitzt er. Okay. So, und wieder, zack, abgespeichert. Da kommt schon die nächste. Okay. Da haben wir auch ein bisschen das Bauchfell verbrannt. Das gefällt mir hier. Oh, 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 oh. So. Jungs, ihr kriegt wieder... Oh. Not enough mana. So, die kriegen wieder ihre Diät. Und ich habe hier eine kleine Kiste gesehen, die wir aufmachen können. Das geht nämlich auch mit dem Telekinesis-Spell. Oh, zack. Zack, ist die Kiste offen. Ist aber leider nichts rausgefallen, sonst hätten wir da was gehört. Ja. So, Panikfläche noch dabei. Ein Huntersbau. Okay, mal sehen. Was wir hier noch an Beute machen können. Wir können auch mal schauen, ob vielleicht in die andere Richtung vom Eingang noch was zu holen ist, solange da unsere Firewalls brennen. So, Feuerball geschaltet. Das ist hier alles ziemlich verwinkelt. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Oh, und da kommt er schon. Na, kommt schon hier rum. Ups. Oh, die haben wir ja doch recht schnell fertig gemacht. Aber auch hier liegt erstmal nichts weiter. Dann machen wir uns wieder auf die andere Seite. Denn da sollten ja die Flammenwände inzwischen runtergebrannt sein. So, haben wir hier noch was? Hier liegt nichts mehr. Oh, ein Körper. Was hat er? Oh, es war wohl auch ein Zauberer, der hier unterwegs war. So, dann komm her, Bursche. Ups, okay.
Das war nicht so gut. Ah, da ist er ja. So, und aha, so, da kommen wieder zwei. Okay. Die Jungs sind. Haben sich in Rauch aufgelöst. Aber so wie es aussieht, leider nichts fallen lassen. Speichern wir gleich mal. Und schauen noch mal, ob alle in die andere Richtung. Lass mal auch da noch mal das erkunden, was wir mitgenommen haben. Zack, hier das Geld noch eingesackt. Und immer wieder so einen großen. Okay. Aber fallen gelassen hat der Bursche hier leider nix. So. Und dann geht's wieder auf der anderen Seite weiter. So, mal schauen, dass nicht, dass wir hier noch was übersehen haben. So, die kleine Kiste hier hatten wir auch aufgemacht. Genau, da ist er. So, und nochmal, zack. Den Stuff of Lightning. So, Bursche, und dich? Not enough mana. Werden wir jetzt mal sauber grillen. Jawohl, so gehört sich das. So möchte ich das sehen. allerdings... Wird's mit den Pelicans wieder knapp? Und wir schauen wieder mal am anderen Ende. Solange die Feuerwall, die Feuerwand dort noch steht. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem goldenen Elixier für Lachdanan. Ich hoffe mal, dass da auch eine schöne Belohnung dann rausspringt bei der Quest. Und der Bursche hat hier leider nichts fallen lassen. Oh, das sieht hier wieder verflucht offen aus. Okay, ach, Mann. Okay, so, zack, zack, zack. So, wo ist nur der... Ah, da kommt er doch. Komm her, Junge. Ja, lass dich brennen. Hehe. So, dann auch hier wieder zack, 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 weitergelaufen zum anderen Ende, da sollte ja zwischen die Feuerwand auch untergebrannt sein. Ich finde es ehrlich gesagt einfach ein bisschen abwechslungsreicher für euch, das so zu machen, auch wenn ich hier dann immer hin und her rennen muss, als immer stehen zu bleiben und zu warten, bis die Feuerwände runtergebrannt sind. No. Okay, hier haben wir nichts weiter. Leider auch kein goldenes Elixier. Und einmal kurz. Dann schauen wir noch hier in den Gang weiter rein. Kleine Kiste. Hoppala. Oh, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das will ich haben. So, euch Mädels wird mal eingeheizt. So. Zack. Ach, hier haben wir doch noch ein Fass übersehen. Das können wir doch gleich mal aufmachen. Und Save Game. So. Okay, da stehen ja noch weitere Mädels. Kommt her hier, Mädels. Ja, ich habe euch hier extra was hingestellt. Upsala. So.
Okay. Haben wir hier doch aufgeräumt. So. Bevor wir dann wieder nach oben gehen. Kiste aufgemacht. Okay. Ah. Komm, ich lotsen wir einfach mal hier durch. Jo. Komm, eine kriegst du noch spendiert. So, und wieder zack. Und ich bin noch der Meinung, jawohl, da liegen noch Goldstücke. Zack. Die holen wir uns. Haben wir hier noch irgendwas zu liegen in den Flammen? Irgendwo verborgen. Sieht nicht so aus. So, dann werden wir hier nochmal Püllekin nehmen. Und nochmal auf der anderen Seite nachschauen. Da sind ja die Flammenwände inzwischen hoffentlich heruntergebrannt. Ja, es ist wirklich schade, dass man hier in Diablo nicht rennen kann, sondern hier war es nur so im Standardschritt durch die Level kantapert. Ja, aber ich denke mal. So, hier haben wir noch Gold. Haben die Burschen hier noch was fallen lassen? Nichts weiter. Okay. So, ich denke mal, dann werden wir uns hier erstmal ein Tornportal hinstellen. Endlich! Book of Fireball! Jawohl! Das ist nämlich ein schöner Zauber. Mit dem kriege ich hoffentlich auch die Black Knights besser geknackt. Denn der Feuerball ist noch um einiges kräftiger als der Firebolt, den ich hier einsetze. Ja, und dann komme ich vielleicht noch mal ohne die Firewalls aus. Allerdings Level 1 ist da nicht allzu viel. Ich hoffe natürlich, dass ich dann bei Adria ein schönes Buch noch finde. Oder vielleicht sogar mehrere. Mal schauen, es ist dann mal hoffentlich wieder Lesestunde angesagt. Aber erstmal schauen wir mal, was Kane zu sagen hat. Genau, den Bogen. Den lassen wir identifizieren. Bow of the Stars, plus 11 auf alle Attribute, ist natürlich was Schönes für Bogenschützen. Für mich eher weniger geeignet. Deswegen, zack. Wird er auch verscheuert, bringt kräftig Gold, sehr schön. So, reparieren. Unsere Krone, unsere Full Plate Mail. Den Staff of Lightning lassen wir mal so. So. Geld eingesackt, denn wir gehen ja einkaufen. Schauen erst noch bei Pepin vorbei. Healing und Potion of Full Healing nehmen wir mal zwei und ja, Elixier der Stärke bringt uns nichts. Andere Elixiere brauchen wir erstmal nicht. Scroll of Healing nehmen wir mit. Das war's hier dann soweit. Und dann geht's in der nächsten Folge auf zu Adria, zur Bibliothekarin, zur Hexe, die hoffentlich ein Book of Fireball für mich hat zum Lesen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.